Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Ich kriege letzte Zeit viel Resonanz auf bestimmten Netzwerken, auf vielen. Das freut mich natürlich. Aber da gibt es natürlich die ganz Schlauen, die meinen, das Internet ist ein freier Raum. Man kann die Leute einfach beschimpfen, mobben und so weiter. Euch sage ich, macht weiter. Ich mag auch weiter. Auf jeden Fall, Menschen mit Behinderung, mit Depressionen, haben sich das nicht immer selbst rausgesucht. Nein. Eine Psychose, Borderline, Schizophrenie, Angststörung ist nicht das, was man sich selbst raussucht. Was man auch unbedingt haben will, weil es so toll ist. Nein. Weil so eine Panik, so eine Angst, so ein innerlicher Druck, wo man meint, man hat fast einen Herzinfarkt oder Atemnot, ist kein Ponyhof. Definitiv nicht. Ist auch nichts Schönes. Ja, und ich das anhören zu müssen, man soll zum Arzt gehen, sich irgendein Tablett verschreiben lassen, dann ist man wieder gesund. Das ist nicht immer der Fall. Ja? Oder so wie gestern mir passiert ist, ich bin ja jetzt seit letzter Zeit gekennzeichnet, da ich auch eine Sehbehinderung habe, an meiner Jacke ist das dran oder an meiner Weste, haben gestern ein paar gemeint, sie müssten mich bedrängen an der Haltestelle. Ja, und da habe ich Panik gekriegt, totale Panik. Die Angst ist in mir reingeschossen. Das war schon sehr heftig. Ja, und ich weiß nicht, was manchmal in den Köpfen der Menschen ist. Nur weil einer jetzt hier einen Button hat, dass er schlecht sieht oder blind ist oder dass er überhaupt ein Handicap hat, gibt auch die blauen Button, wo das gekennzeichnet ist. Also Behindertenfeindlichkeit ist, finde ich, immer schlimmer. Gerade es wird viel von Inklusion immer geredet. Ja, es wird geredet. Aber Depression? Nein, 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 nein. Das ist ja nur so, ja, ist halt da. Geht bestimmt wieder weg. Leider verschwinden psychische Erkrankungen nicht einfach wieder. Nicht bei jedem. Ja? Gerade bei sehr schweren psychischen Erkrankungen, die auch mal von Mobbing ausgelöst wurden. Aber man sie nie mehr wegkriegt. Nein. Mobbing kann einen Menschen verändern. Und es gibt verschiedene Arten von Mobbing. Es gibt Telefonmobbing, es gibt hintenrum, vornerum und alles. Und ich sage immer seelische Grausamkeit. Das ist halt einfach. Ja, auch im Internet. Nur es macht den Betroffenen dann fertig. Es ist kaputt. Ja, auch ich habe das erlebt. Bis heute ist bei mir mit Telefonieren nicht viel drin. Oder wenn jetzt hier ein Paketbote klingelt, ich tue immer noch zurückschrecken. Es gibt sogar Tage, dann lasse ich es einfach, mache die Tür nicht auf und hoffe, dass irgendwo es abholen kann. Das ist wie ein innerlicher Druck und die Ängste, die Panik. Das ist kein schönes Gefühl, ja. Und es kann einen Menschen sehr verändern. Ich glaube, die Leute kaputt machen wollen, egal, denen ist das wurscht. Die wissen gar nicht, was damit anrichten, dass sie einen Mensch kaputt machen können. Und wenn man schon vorbelastet ist, ist das nicht schön. Es ist überhaupt nicht schön, eine Behinderung zu haben. Es ist immer eine Herausforderung, jeden Tag eine neue. Und auch diese Woche bei mir, Montag, Rad Dienstag, da lag ich in mir gefangen. Ich bin erst hier um 18 Uhr aus dem Haus gekommen. Ich konnte mich einfach nicht aufraffen. Geschlafen bis 13, 14 Uhr, immer drin mal wach. Und mich dann aufzuraffen, mich fertig zu machen, mich zu duschen, mich zu rasieren, das ist eine große Überwindung. Ja, das ist nicht einfach. Das ist kein Ponyhof. Das ist nicht, du bist
stell dich nicht so an oder geh raus vor die Tür, scheint die Sonne. Nein, das. Wenn man psychisch, innerlich kaputt ist, heißt das, geh raus, scheint die Sonne. Ja? Weil man hat so Schübe, auch wenn es schneit, auch wenn die Sonne scheint. Ja? Also egal, ob Sonne scheint oder Wind oder Minusgrade oder Plusgrade im Wohnstil, das ist dann einfach da. Nicht wie Kommando, hau ab, dann ist es weg. Nein. Nein. Natürlich sind wir nicht immer traurig. Natürlich sieht man auch nicht den Betroffenen immer an, dass sie psychisch krank sind. Man kann nicht ins Innere schauen. Das ist so. Ja? Man kann nicht jedem ansehen, dass er psychisch krank ist. Nein. Ja, das ist eine Krankheit. Und auch eine gefährliche. Aber viele wollen das nicht hören, natürlich. Nein. Viele wollen das nicht hören. Das ist auch eine gefährliche Krankheit sein kann. Ja? Und man muss sich viel gefallen lassen auf der Welt. Und viele Betroffene, nicht bloß aus Deutschland, auch aus Österreich, aus der Schweiz und auch sonst in Ländern, die meine Videos schauen. Den helfe ich mit meinen Videos. Das ehrt mich sehr. Ich versuche jeden Samstag über diese Krankheit zu sprechen. Über Behinderung zu sprechen. Und ich verdiene damit kein Geld. Nein. Ich mache es zum Teil auch für mich als Therapie. Und auch, um aufzuklären. Ich will aufklären, dass das nicht immer eine Einbildung ist. Ja? Es ist keine Einbildung. Es ist eine Krankheit, die bei vielen nie mehr vergeht. So wie bei mir auch die Spastik, die ich habe im Rechenarm. Die vergeht auch nie mehr. Die wird auch nie mehr weggehen. Das kann man nicht operieren. Es gibt Sachen, die kann man nicht heilen, die kann man auch nicht wegoperieren. Ja? So, ich hoffe, ich konnte das Thema wieder nahe bringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche zu meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.